Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns. Ja, weiter geht's hier in dem dritten Kapitel, sage ich es einfach mal. Mann, diese Masken hier sehen echt nicht gerade freundlich aus. Hey, ich kann die Beleuchtung verändern. Cool. Ja, wahrscheinlich geht's jetzt wieder in eine 2D-Passage. Schauen wir mal rein, ne? Die Kriegführenden, ohne Sinn und Zweck, missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarbten die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Na, ich hasse diese Wespen! Irgendwie wollte sie gerade nicht so ganz sich weiter bewegen. Aber immerhin gucken die immer in eine Richtung. Und das war gerade mehr Glück als Verstand. Kann ich irgendwas auf dieser Statue da machen? Nee, ich komme da nicht mal drauf. Na gut. Moment. Wir hier nochmal kurz gucken. Nee. In diesen Passagen hier gab es halt diese Pfirsiche. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Bedeutung haben. Also ob ich die sammeln muss. Aber wenn, würde ich die natürlich schon gerne mitnehmen, ne? Ben stürzt alles ein. Das ist echt was von Donkey Kong, oder? Oh, das geht auch irgendwann von alleine aus. Das ist ja sehr schön. Nee, das war dumm. Beziehungsweise schlechtes Timing. Ja gut, ich sollte vielleicht auch nicht dann springen, wenn da ein Feuerball kommt, ne? Mäh. Na komm. Da ist ein Pfirsich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, für was die sind, ob ich die sammeln muss. Ja, zermatscht die blöden Dinger. Ja, ich weiß, Wespen sind auch nützliche Tiere, aber sie sind halt auch nervige nützliche Tiere. Aggressive nützliche Tiere oder so. Okay, da ist nix. Sollte ich hier schweben? Oder einfach nur rechtzeitig mein Schmetterlingsgleiter benutzen? Nee, einfach. Genau das. Ich will es ausprobieren. Okay, ich komme da nicht lang.
Hätte ja sein können, ne? Ich bin gerade auf diesen Stacheln gelaufen, kann das sein? Wenn Alice jetzt selber auch noch in der Silhouette wäre, dann wäre das sowas von Donkey Kong. Das wieder für sich. Okay, wie ist das denn jetzt? Zwei hintereinander. Bisschen billig, oder? Dann doch lieber irgendwo am Anfang noch einen verstecken. Oder so. Okay, und da ist noch einer. Ja, irgendwie haben sie jetzt einfach mal drei auf einen Haufen geschmissen. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Hier stürzt auch alles ein. Und ich auch. Na gut. Na gut. Hat da oben noch einen Pfirsich. Also gibt es mehr als vier. Ich weiß immer noch nicht, für was die sind, aber jetzt haben sie es einfach mal ein, ne? Vielleicht ist es wichtig, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Nächstes Gebiet geschafft. Ach nö, schon wieder ein Kampf. Ach, gegen dich. Eine doppelte Ausführung oder was? Wählst du auch mal die T-Kanone aus? Dankeschön. Okay, hau mit denen erstmal zu Klump. Damit ich mal wieder geheilt bin. Wie lange hält denn das Schild von dem noch? Geh drauf jetzt, du Kackbratze. Dankeschön. Ist es so schwer? Anscheinend ja.
Anscheinend ja schon. Und sie wollte einfach nicht die Tekanon auswählen. Wieso auch immer. Und hier geht's der nächste Kampf. Oh nö. Und wieder windet sich der Schattendrache den Pfad entlang. Folge dem Drachen, Alice. Ah, ich verstehe, wie der Hase läuft. Wirklich ganz logisch. Zumindest jetzt. War das gerade sarkastisch gemeint, Alice, oder war das ernst gemeint? Ich weiß es nicht. Solange es nicht wieder mit 1000 Kämpfen oder so in Verbindung gebracht wird. Damit man an diese Klötze hier kommt. Ist das ja alles okay? Das hat irgendwie Ideenverwertung wieder. Wie oft haben wir das jetzt schon gemacht? Das ist das dritte Mal. Ein dreimal ist ja noch in Ordnung, aber ein viertes Mal brauche ich das nicht. Oder fünftes oder sechstes Mal. So, was. Eine Flasche. In einem Geheimweg ein Geheimnis. Wow. Okay. Da scheint nichts zu sein. Okay. Jetzt haben wir das hier mit einer Ameise. Interessant. Nu? Und nu? Ah. Da ist eine Plattform. Was bewirkt die? Ach, dass das Ding aufgeht. Na gut. Ist ja noch machbar. Definitiv. Deutlich einfacher auch als ja, beim allerersten Mal mit diesen, was waren das? Keine Ahnung, diesen Buscheldingern da im zweiten Kapitel, wo man das erste Mal diese Bilderrätsel hatte. Solange ich das Ding wieder überspringen kann, das finde ich doch sehr schön, dass man das kann. Okay, wieder ein Kampf. Ja. Weil, jetzt tauchen jetzt auch nur diese Schnecken auf bisher. Oder kann ich das Ding hier einfach aufmachen? Nee. Nicht wirklich. Warum tauchen jetzt nur diese blöden kleinen Schnecken auf? Man, die sind nervig, teilweise nerviger als die großen Gegner, aber
Trotzdem, irgendwie ist es auch nicht schwerer oder so. Im Kampf selber sind ja sogar einfacher. Weil die ja deutlich weniger aushalten, ne? Oh, herrje. Ging ja noch. Sehr reizende Ameisendame. So. Es bewirkt einfach nur. Ah, wir haben's. Wir haben's. Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Das hier als Cheat. Kann man das hier als Cheaten bezeichnen, dass ich das hier einfach überspringen kann? Ich meine, ist es vom Spiel her so vorgegeben, ne? Dass man das kann. Also wieso sollte ich das dann nicht auch nutzen? Alter. Wie kommt diese blöde Raupe eigentlich hier hoch? Solange die sich nicht zum Schmetterling verwandelt wie Wickler aus Mario. Och nö. Ihr sterbende blöde Wespe. Ach, das da wäre sogar ein kaputter Käfig. Sind die alle gefangen drin? Geh mal lieber hier hin, hier habe ich festen Boden oder Füßen. Ihr seid nur angenehmer. Ihr flattert nur irgendwo herum. Man kann euch leicht treffen. Nicht genug damit, dass sie uns ausbeuten und töten. Sie nähren ihre Brut von unseren verrottenden Körpern. Ja, so funktioniert das teilweise bei Wespen, ne? Kennt ihr die Tarantula Hawk? Schöne Wespe. Hat auch eine der schmerzhaftesten Stiche des Tierreiches. Okay, da komme ich nicht hin. Und ja, die Viecher. Mal irgendwo, ach da. Jagen Vogelspinnen. Wir haben. Ach, jetzt komme ich darüber. Mhm. War ein bisschen zu vorschnell. Ihr Gift betäubt die. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit 1000 Schlüsseln geöffnet werden. Okay. Ja, das Gift der
Tarantula Hawks tut die Spinne betäuben. Daraufhin tut sie die Vogelspinne in ihr ein Nest bringen und legt ein Ei da drauf. Wovon sich, okay, gibt es gleich wieder einen Kampf. War abzusehen. Ja, von diesem, von dieser Vogelspinne tut sich dann das Teil, was daraus schlüpft, ernähren. Also die Vogelspinne ist nicht tot, bis das Ding dann schlüpft eben, die Larve. Und ja, die Vogelspinne wird dann bei lebendigem Leib aufgefressen. Und solche Viecher gibt es nebenbei bei uns in Deutschland auch, nur nicht ganz so gefährlich wie die in Amerika. Du da, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Ugh. Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Ach nö. Okay, Leute, ich mache hier einen Cut. Das war's mit Alice Madness Returns für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne wenig Feedback da, positiv oder negativ bleibt euch lassen, gerne mit einer kleinen Bekündung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann schon wieder gegen diese Kackpratze da kämpfen dürfen. Hurra! Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.